Es kann losgehen. Okay, genau. Ich bin sehr begeistert und freue mich drauf, hier den PostgreSQL von Data Wrapper vorzustellen in meinem Talk. Das ist ein Projekt, was mit Geodaten erstmal gar nichts zu tun hat. Also ist jetzt nicht GIS-spezifisch. Deshalb spricht es eher die Leute an, die PostgreSQL nutzen und einen größeren Kontext abdecken möchten und noch andere Programme mit andere Datenformate mit einbinden möchten. So, genau, ich nutze PostgreSQL schon lange, arbeite bei der Ware Group, habe viele Projekte, die ich umsetze mit freier Software und habe da viel Erfahrung schon mit PostGIS und PostgreSQL gesammelt und habe auch Projekte, in denen ich diese PostgreSQL Foreign Data auch einsetze, Foreign Data Wrapper einsetze. Mehr dazu gleich. Und wer das Ganze einmal ausprobieren möchte im Nachgang, ich habe das Ganze so aufgebaut, dass man die Übungen, die ich jetzt hier mit eingebaut habe oder die Codebeispiele auch ganz leicht mit OSGeo Live ausprobieren kann. Die basieren dann, also orientieren sich an den Datenbanken und Daten, die vorliegen bei OSGeo Live. Und so kann man ganz schnell einen guten Einstieg bekommen in die Thematik. Ja, aber was sind denn Foreign Data Wrapper eigentlich? FDW, nochmal so ein Kürzel, was wir uns merken wollen und wo können sie zum Einsatz kommen? Das werden wir uns jetzt einmal anschauen. Der Michael Schulz hat mich eben noch gebrieft. Gucken wir mal, sagt man ja hier im Schwabeländle. Und das schauen wir uns jetzt mal. War es falsch? Oh, gut, das können. Oh, Entschuldigung, das schneiden wir nachher raus. Das war jetzt großer Fauxpas, Entschuldigung. Gut, also zurück zum Thema. Genau, wir wollen uns verbinden. Wir wollen einerseits PostgreSQL-Daten mit anderen PostgreSQL-Daten verbinden, die sich nicht in einer Datenbank befinden. Und genau, wollen wir zum Beispiel die Natural Earth Datenbank mit der OSM Local Datenbank verbinden auf der OSGeo Live. Und nein, warte mal, hier ist irgendwas. Okay. Okay. Entschuldigung, zurück. Genau, warum wollen wir das? Also wir wollen uns nicht nur in PostgreSQL bewegen, sondern wollen auch andere Datenquellen abdecken. Von einer zu anderen Datenbank, das wird vielleicht der eine oder andere kennen, gibt es eine Erweiterung, die heißt DB-Link. Mit der kann ich mich ganz leicht von einer zu anderen Datenbank verbinden und könnte auf Tabellen zugreifen, die sich in einer anderen Datenbank befinden. Hier ist mal so ein Beispiel, so ging das die letzten Jahre und man musste immer so ein bisschen nachdenken und das Ganze aufbauen und hat aber auch so den Zugriff auf andere Datenbanken herstellen können. Das Ganze existiert weiterhin, auch aktuell noch, aber ist natürlich begrenzt von einer auf eine andere PostgreSQL-Datenbank. Foreign Data Wrapper wurden eingeführt, das ist schon eine Weile her. Die basieren auf dem SQL MED-Standard und der besagt das SQL Management of External Data. Das sind nicht nur Datenbanken, das können auch dateibasierte Daten sein, das kann Twitter sein, das können, genau, kann alles Mögliche sein, ne? Daten, die man über eine ODBC-Verbindung anspricht. Und dieser Standard definiert, wie sich Datenbanken mit externen Datenquellen verbinden können. Das ist ein ISO-Standard und hier habe ich auch einen Link eingefügt, da kann man sich das Ganze anschauen. Nicht viele Datenbankmanagementsysteme haben das implementiert. MariaDB hat es zum Beispiel ähnlich implementiert. Da heißt das Ganze Connect und das folgt dann aber nicht streng dem Standard. Und bei IBM DB2 wurde es noch implementiert. Aber sonst steht PostgreSQL da recht alleine da. PostgreSQL kann das Ganze schon ab 2011. Da wurde der lesende Zugriff auf andere Datenquellen eingeführt und eingefügt. Ab 2013 mit der 9.3er-Version in PostgreSQL können wir jetzt auch schreibend darauf zugreifen. Jetzt müsste eigentlich so ein Raunen durch die Menge gehen. Wow, also wir können schreibend auf eine Oracle-Datenbank zugreifen, zum Beispiel aus PostgreSQL oder MS-SQL, auf Shape-Dateien, was uns auch immer beliebt. Das soll hier diese Grafik als Überblick uns mal geben. Also wenn man da auf die Wiki-Seite geht, die habe ich auch verlinkt, da sieht man, kann man sich noch durchscrollen und sieht noch mehr Datenformate, ODBC, Oracle, MySQL, MariaDB, SQLite, MS-SQL, Twitter, dateibasiert und so weiter. Also CouchDB, da gibt es ganz verschiedene Formate, mit denen ich mich verbinden kann. Also andere SQL-Datenbanken, einfache Dateien, unterschiedliche Geodaten, Twitter
Und für jeden Foreign Data Wrapper ist vielleicht ein anderer Weg wichtig, wie man den quasi aktivieren kann. Da muss ich vielleicht noch Pakete installieren. Das ist aber jetzt bei jedem Format dann quasi nochmal separat verlinkt und erklärt. So, jetzt, ich sage es nicht mehr, weil ich werde es falsch aussprechen. Gucken wir uns das mal an, wie das geht. Ja? Also wir wollen uns jetzt verbinden mit der Natural Earth Datenbank. Wollen wir auf die OSM-Lokaldatenbank zugreifen. Und das sind immer mehrere Schritte, die wir durchlaufen müssen. Wir laden eine Erweiterung. Im einfachsten Fall jetzt von PostgreSQL nach PostgreSQL heißt die Erweiterung PostgreSQL FDW. Dann legen wir einen Foreign Server an. Dann legen wir ein User Mapping an und dann können wir Foreign Tables anlegen. Das heißt, wir können über ein Create Table quasi eine Tabelle anlegen, die aber entsprechend sich dann auf die Tabelle von der entfernten Quelle bezieht. Und dann können wir nach Belieben arbeiten mit SQL, mit Selects, mit Insert, Update, wie wir das gewohnt sind. Schauen wir uns die SQLs dazu mal an. Das heißt, das Laden der Erweiterung geht natürlich über Create Extensions. Nach der Installation von PostgreSQL ist diese Extension zum Beispiel schon mit dabei. Ne? PostgreSQL FDW können wir automatisch nutzen. Dann schauen wir uns an, wie man so einen Foreign Server anlegen kann. Das geht mit Create Server. Wir vergeben einen Namen. Foreign Data Wrapper geben dann an, welchen Foreign Data Wrapper wir hier verwenden möchten. Und je nach Foreign Data Wrapper gibt es unterschiedliche Optionen, die wir dann noch angeben möchten. Das sehen wir jetzt gleich auch in den folgenden Beispielen. Das wird immer so ein bisschen unterschiedlich sein. Beim Zugriff auf eine andere Datenbank ist klar, brauche ich die Verbindungsparameter, brauche den Port, den Benutzer, das Passwort vielleicht und muss das hier bei der Verbindung dann angeben. Der nächste Schritt ist das User Mapping. Ich muss jetzt angeben, wenn ich zu diesem fremden Server gehe, wie kann ich denn dort mich vorstellen oder wie kann ich dort die Verbindung aufbauen und mit welchem User kann ich dort mich einloggen. Genau, auf der OSQL Live ist der User mit Passwort User der einzige Benutzer, den ich hier habe. Das heißt, mit dem Benutzer gehe ich jetzt auch auf diese andere Datenbank. Wenn ich mich jetzt mit einem anderen Server verbinden würde, mit einer ganz anderen Benutzerstruktur, dann müsste ich quasi wissen, mit welchem Benutzer ich auf diese fremde Datenbank zugreifen kann. Und dann kommt der nächste Schritt. Ich lege fremde Tabellen an. Ich habe ja jetzt die Zugangsdaten, ich weiß, welcher Server angesprochen werden soll. Und da gibt es einen netten, einfachen Weg. Ich kann hier über Import Foreign Schema, kann ich von dieser entfernten Datenquelle, in diesem Fall aus dem Schema Public, alle Tabellen, die da drin sind, auf einem Rutsch in meine Datenbank quasi als Foreign Table anlegen. Ich kann dabei auch sagen, hier, manche interessieren mich nicht, die lasse ich weg über Except oder ich kann Limit to, ich kann auch sagen, okay, aus dem Schema Public interessieren mich aber nur diese zwei Tabellen. Und in diesem Beispiel habe ich es so gemacht, ich habe erstmal ein Schema angelegt, in dem diese Tabellen nachher dann referenziert werden sollen, das heißt OSM, FDW, PG und dann beim Import von den Tabellen sollen die auch in diesem Schema dann angelegt werden. Ja? So, und dann kann es sein, wenn ich dann mit dem Datenbank-Client meines Herzens auf die Daten zugreifen möchte und mir die mal anschauen möchte, dann sehen wir jetzt hier den PG-Admin 4 und dann kann es sein, dass ich die gar nicht sehe, ja? Oder nicht dort sehe, wo ich sie vermute. Normalerweise haben wir immer unter Tables die Anzeige von den Tabellen, die Foreign Data Wrapper, Foreign Server, User Mapping. Das müssen wir vielleicht erst noch bei den Einstellungen aktivieren. Und dann sind wir jetzt hier in dieser Natural Earth Datenbank, mit der wir die Verbindung aufgebaut haben, sehen jetzt hier Fremdtabellen. Das heißt, das sind die zwei Tabellen, die wir importiert haben. Und genau, und hier sind dann auch noch eigentlich, genau hier oben sehen wir den Framed Server und sehen auch das User Mapping ist hier im PG-Admin referenziert. Genau, das SQL, was wir eben gesehen haben, hat die Tabellen importiert. Wenn ich mir die dann einfach mal anschauen möchte aus der Natural Earth Datenbank, möchte ich diese
OSM-Polygone anzeigen lassen, dann kann ich das über ein einfaches Select und sehe jetzt hier im Geometry Viewer vom PGAdmin 4, dass das die OpenStreetMap-Daten von Bukarest sind, die mit der OSGEO Live 13 ausgeliefert wurden. Also ganz einfach kann ich dann auf diese Daten zugreifen. Wir sehen hier nochmal ein SQL, was das verdeutlichen soll, wie einfach das dann später ist. Ich habe meine Tabelle aus der Natural Earth Datenbank, ich habe die Foreign Data Table und kann jetzt hier einfach sagen, ich möchte alle Cafés in Bukarest, Distance Way, was habe ich denn da nochmal gemacht? Ach so, genau. Genau, hier sind die Provinzen enthalten. Das heißt, hier ist die Provinz von Bukarest und das sind jetzt hier alle Cafés, die sich in Bukarest befinden, die hier dann ausgegeben werden. Das sind 174. So, jetzt mal ein anderes Beispiel. Wir gehen aus der Datenbank raus, haben eine Textdatei, die möchten wir auch gerne über die Datenbank ansprechen. Da gibt es eine kleine Passwortdatei auf der OSGEO Live. Da stehen so ein paar für die verschiedenen Programme User und Passwort drin. Die kann ich jetzt hier über einen Foreign Data Wrapper File FDW ansprechen. Das heißt, da erzeuge ich jetzt auch wieder einen Server File FDW. Den muss ich über Create Extension auch erstmal aktivieren. Und dann kann ich hier auf diese Textdatei verweisen und kann hier diese Foreign Table generieren. In diesem Fall sehen wir, sind es andere Optionen. Ich gebe den Dateinamen an, Format CSV, ich sage, ob ein Header vorliegt oder nicht und gebe jetzt hier die Spalten an, die nachher generiert werden sollen. Und dann, wenn ich ein Select abschicke, sehen wir dann hier die Spalten, die genau in der Textdatei stehen, die mir jetzt quasi aus der Tabelle angezeigt werden. Wenn jetzt da eine neue Zeile hinzukommt in der Textdatei, ich würde die abfragen, würde ich die hier direkt dann auch beim Select mit ausgegeben bekommen. Ich kann auch auf Oracle-Datenbanken zugreifen über Oracle FDW und auch hier sind die Schritte wieder gleich. Ich lade dann die Erweiterung Oracle FDW, die muss ich erstmal aktivieren. Dann habe ich hier auch wieder verschiedene Optionen, über die ich dann mich mit dem Oracle, mit der Oracle-Datenbank verbinden kann. Habe ein User-Mapping, das heißt, ich brauche den Oracle-User, mit dem ich dann mich verbinden kann. Und dann kann ich entsprechend auch hier auf Tabellen aus der Oracle-Datenbank zugreifen. Vorteile jetzt von diesem Foreign Data Wrapper sind, dass die WHERE-Bedingung direkt an die Datenbank weitergegeben wird. Also das heißt, es werden nicht alle Daten aus der Tabelle geholt, sondern nur die, die mich interessieren in der Anfrage. Es werden auch nur die Spalten von der Oracle-Datenbank geholt, die ich auch wirklich anfrage. Und in PostgreSQL, das werden wahrscheinlich schon einige kennen, gibt es Explain. Das ist ein Befehl, mit dem kann ich vom Query Planner, vom Abfrageplaner mir anschauen, wie SQLs letztendlich abgearbeitet werden. Und auch dieser Explain-Befehl unterstützt Foreign Data Wrapper und gibt mir da entsprechend aus, wie die Abfrage aufgebaut wird. Das heißt, das ist schon mal schön, aber jetzt kommt das, was für uns spannend ist im Umgang mit Geodaten. Weil es gibt auch einen Foreign Data Wrapper über OGR. Aus PostgreSQL kann ich auf zahlreiche Vektordatenformate zugreifen über den OGR Foreign Data Wrapper. Der ist von Paul Ramsey, wird der programmiert, den kennen wahrscheinlich viele, das ist der Chair vom PostGIS-Projekt und den muss man selber kompilieren oder auf OSGEO Live haben wir den auch schon mit ausgeliefert in der 13er Version. Der unterstützt zahlreiche Formate wie GeoPackage, WFS, OSM, S-Reshape. Wir sehen gleich mal eine Liste und wird ständig erweitert. Also wenn in GEDAL, OGR neue Formate hinzukommen, stehen die auch über den Foreign Data Wrapper zur Verfügung. Man kann den selber kompilieren. Oder es gibt auch Pakete, die man dann ganz leicht auch über apt-get-install installieren kann.
Und hier sehen wir mal, wer OGR kennt, ich denke mal, das sind viele, die schon mit OGR gearbeitet haben, der kennt auch OGR Info und genauso gibt es für OGR FDW Info, also gibt es dort einen Befehl, mit dem ich mit -F mir die Formate ausgeben lassen kann, die hier unterstützt werden. Und wenn ich da mal langsam durchscrolle, dann sehen wir, die Liste ist lang und hier haben wir ganz viele Datenformate, die unterstützt werden. WFS, NAS, OSM, genau, da wird jeder wahrscheinlich das Format finden, was einen interessiert. Jetzt schauen wir uns mal an, wie wir aus der National Earth Datenbank uns zum Beispiel mit einer Shape-Datei dann verbinden können. Wir haben wieder den Schritt, dass wir die Extension laden müssen, also Create Extension OGR FDW. Und dann gibt es einen Befehl, da kann ich hier auf ein Verzeichnis verlinken, also OGR Info -S. Da kann ich auf das Verzeichnis verlinken, wo jetzt die ganzen Shape-Dateien sind und sehe jetzt erstmal, welche Layer da für den Import oder für das Aufbauen einer Foreign Data Tabelle in Frage kommen. Das heißt, als Foreign Server würde ich jetzt hier auf dieses Datenverzeichnis verlinken. Ja? Ich vergebe einen Namen, habe wieder die Schritte wie eben, ne, OGR, FDW, Data Source, verweise hier auf mein Verzeichnis und sage, dass sich da die Shape-Dateien befinden. Und dann kann ich über Create Foreign Table eine dieser Shape-Dateien ansprechen. Den Layer-Namen habe ich ja schon im Schritt vorher ausgegeben bekommen. Also über den Layer-Namen, den ich über OGR FDW Info rausbekommen habe, weiß ich auch, wie mein Layer dann entsprechend heißt und würde hier die ganzen Spalten angeben und kann so die Tabelle erzeugen. Wir sehen gleich, das wollen wir nicht händisch machen, da hilft uns gleich OGR FDW. Ne? Also die jetzt Angst kriegen, die können wir gleich beruhigen. Encoding kann ein Thema sein, das kennen viele vielleicht auch schon aus anderen Fällen. Da gibt es aber auch Abhilfe, das heißt, da können wir Shape-Encoding angeben und so, falls Fehler beim Import auftreten, das Ganze auch umgehen. Dann als Beispiel jetzt hier, wie wir OSM-Daten importieren können. Wir können hier auf eine Datei verweisen, die ist auch bei der OSGEO Live mit dabei. Könnt ihr auch über OGR FDW Info anfragen und sehen, hier gibt es andere Layer, die ich importieren könnte. Und dann sehen wir, dass wir über OGR FDW Info -S und dann -L, damit gehen wir den Layer an, kann ich mir ausgeben lassen, wie sieht denn eigentlich das SQL aus, wenn ich diese Daten jetzt als Foreign Data Table einbinden möchte. Und das kann ich dann kopieren, kann das in meinem Datenbank-Client absenden und habe so dann genau das SQL quasi vorbereitet bekommen, um diesen Layer einzubinden. Explain hatte ich schon angesprochen, Explain Analyze sehen wir hier, gibt mir den Queryplan aus und hier sehen wir, gibt es einen Foreign Scan, der ausgeführt wird auf die Daten, die ich hier einbinden möchte. Dann, genau, was vielleicht auch für einige spannend sein könnte, OGR, FDW, WFS Support, wenn ich aus irgendwelchen Gründen nicht direkt mit dem WFS kommunizieren kann, dann kann ich den auch als Fremdtabelle einbinden. Dazu brauche ich nur OGR FDW, gebe als Data Source den entfernten WFS an. Format ist WFS. Auch hier gibt es wieder Konfigurationsoptionen, die in der Doku aber auch beschrieben sind. Dann kann ich von diesem WFS die Feature Types, sind es ja quasi, importieren. Und genau, zum Debuggen gibt es hier noch zwei Befehle. Da kann ich mir Fehlermeldungen ausgeben lassen. Manchmal wollen die WFS nicht gleich mit einem kommunizieren, weil vielleicht die Version oder Groß-Kleinschreibung da ein Thema ist. Und da kann man sich hiermit dann die Fehlermeldungen ausgeben lassen. Und genau, und so könnte ich jetzt hier, das ist ein WFS, der auch auf der OSGEO Live ist, könnte ich da ganz einfach mit dem kommunizieren. Wir haben gesehen, Foreign Data Wrapper können sehr hilfreich sein. Die bieten also großartige Möglichkeiten, um aus der Datenbank heraus mit anderen Datenquellen sich zu verbinden. Die müssen nicht
unbedingt dann in der Datenbank alle vorliegen. Es ist auch okay, wenn Daten quasi an anderen Orten liegen. Ich kann die Verbindung schnell aufbauen, schnell wieder abbauen, so wie es mir beliebt. Und wir sehen, also es ist einfach, es ist schnell. Ich kann es schnell auf- und abbauen, ich kann mich mit verschiedenen Welten dadurch verbinden, muss nicht alles in einer Umgebung haben. Ich kann lesend und schreibend auf Datenquellen zugreifen und habe da eigentlich nochmal eine ganze Welt, die einem da offen steht. Ja, das war, was ich zu dem Thema gerne mitgeben wollte. Ich hoffe, es hat Lust auf mehr gemacht. Ich habe ein Projekt, das kann ich noch davon berichten, da nutzen wir den schon seit einer ganzen Weile. Da verbinden wir uns mit einer MS-SQL-Datenbank. Das ist historisch gesehen, weil zwei Programme zum Einsatz kommen und die einfach andere Datenbanksysteme nutzen. Und da ist diese Kombination und diese Lösung sehr, sehr hilfreich und erfolgreich im Einsatz. Gut, dann hoffe ich, es hat Ihnen gefallen. Ja, vielen Dank, Astrid. Gibt es jenseits des Themas des beliebtesten Datenbank-Clients irgendwelche Fragen zu dem Vortrag? Bestimmt. Ja, hallo, ich habe eine Frage zur Datensicherheit. Beim schreibenden Zugriff auf fremde Datenbanken, wie wird das da geregelt? Wird das über diesen User Mapping geregelt, welche Rolle der an der fremden Datenbank hat? Mhm. Also wenn ich da jetzt einfach Tabellen anlegen kann, erscheint mir das ein ziemliches Einfallstor zu sein. Ja. Vielleicht will das der Besitzer der fremden Datenbank nicht, dass ich da Tabellen anlege. Ja, ja, genau, das ist eine sehr gute Frage. Also bei dem User Mapping ist es natürlich wichtig, dass ich dann nur über den User einschränke, was der Benutzer machen darf. Ne? Also wenn das nur ein lesender Zugriff ist, dann sollte es ein Datenbankbenutzer sein, der nur selektieren darf. Wir haben gesehen, bei manchen Datenquellen gibt es kein User Mapping. Also wenn ich mich mit einer Shape-Datei verbinde, dann könnte ich da munter reinschreiben. Aber ansonsten wird es genau über die Datenbankbenutzerverwaltung gehandelt. Jo, danke. Wir haben zwei weitere Fragen. Eine gleich hier, deswegen bleibe ich stehen. Auch eine Frage zum User Mapping. Ich habe also ein Oracle FDW benutzt und da habe ich das Problem, dass ich auf meiner Datenbank ungefähr 150 Nutzer habe und ich da aber einen Lesezugriff für die Nutzer einrichten wollte, aber ich kann ja nicht 150 User Mappings machen. Hast du da einen Tipp? Also kannst du ja schon, ne? Du könntest also, dir ja, aber eine das SQL will ich nicht. Willst du vielleicht nicht, ne? Genau. gut, du könntest ja eine Gruppe machen, oder? Also geht das Mapping nicht? Ach so, oh. Ja, also die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht, dass man bei einer Gruppe das User-Mapping nicht nutzen kann. Aber stimmt, du brauchst ja ein Login, es muss eine Login-Rolle sein. Ja, das ist ein guter Hinweis. Müssen wir mal drüber schlafen, kann ich gerade, oder mal rausfinden. Aber eine gute Frage, ja. Ja, vielen Dank. Gibt es auch einen Befehl, wo man sich die Tabellen von der anderen Datenbank anzeigen lassen kann? Also um Einblick zu bekommen, was bietet die an Tabellen vielleicht? Ja, also wir haben ja eben dieses OGR FDW Info gesehen. Ja. Ne, das unterstützt auch PostgreSQL und das ist wahrscheinlich am einfachsten, um sich die visualisieren zu lassen. Das Import, das macht das ja direkt, haben wir gesehen. Ne? Beim PostgreSQL Foreign Data Wrapper ist mir jetzt gerade nicht bekannt, dass es dort auch eine Möglichkeit gäbe, um die einfach nur anzuzeigen. Mit Oracle wird es dann auch gehen oder mit dem OGR? Okay. Ja, das ist eine gute Lösung. Gut, dann drehe ich mich mal um, ob es hier noch Fragen gibt. Ja, auch nicht so weit weg, sehr schön. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Die Erstellung der Fremdtabellen, sind das eigenständige Kopien von der Originaltabelle oder stehen die in Verbindung mit der Originaltabelle? Ja, genau, das ist auch eine sehr gute Frage, weil genau, die Daten sind weiterhin in der Oracle-Datenbank zum Beispiel, also in der fremden Datenquelle und es ist wie bei einer Abfrage eigentlich, dass ich mir nur so eine Sicht auf diese Datenhersteller, ne? Also die werden nicht in dem Moment, wo ich Create Foreign Table sage, werden die nicht importiert, sondern ich erstelle nur die Maske, sodass ich auf diese Foreign Table zugreifen kann und in dem Moment wird dann das Select an die Oracle Table oder an den WFS abgeschickt, ne? Also das, genau.
Oder an die Textdatei, wie wir gesehen haben, ja. Jo, danke. Ich wollte gerade fragen, ob es noch eine letzte wichtige Frage gibt. Also die waren alle schon wichtig, das war gut. Hast du irgendwelche Infos zur Performance jetzt im Vergleich zum Import der Daten selber in die eigene Datenbank? Also genau, auf jeden Fall ist die Performance nicht so gut, als wenn man jetzt die direkt in der Datenbank hat. Da geht es ja um die Indizes, ob die verwendet werden können oder nicht. Für Oracle hatten wir gesehen, da hatte ich ja mal aufgeführt, dass da auch die Webbedingungen runtergeschickt wird, die Spalten selber. Und genau, also das ist schon mal... Es müsste eigentlich, wenn man auf andere Datenquellen zugreift, genauso sein, dass wirklich dann nur das angefordert wird von der fremden Quelle, was auch wirklich dann nachher gefragt ist. Das ist schon mal sicherlich performanter, als wenn immer alle Daten kommen. Aber genau, wenn man die Daten einmal importieren würde, indizieren würde, dann wird es auf jeden Fall schneller sein, wenn die in der Datenbank selber sind. Ne? Aber das kann man auch ganz schön über ein paar Befehle ja auch im Vorfeld einmal durchrollen lassen und dann auf die importierten Daten zugreifen. Ne? Also das könnte man alles auch über die Datenbank dann jetzt abwickeln. Ja. Also ich habe mal vor einiger Zeit das mit dem WFS Data Wrapper versucht und es war nicht so, dass der User wirklich gemerkt hat, dass er gewartet hat. Das ist schon ziemlich schnell, aber natürlich ein bisschen langsamer. Genau, vielleicht noch einen Hinweis, also der Paul Ramsey hatte ich ja erwähnt, dass der das betreut und der hat auch immer die neueste PostgreSQL-Version im Auge und ist auch da hinterher, das einfach immer aktuell zu halten. Der hat so einen Blog, Clever Elephant, wo er auch regelmäßig was über diese Extension dann berichtet und genau, da die kann ich auch empfehlen, da mal reinzulesen. Okay, vielen Dank. Dann würde ich das jetzt hier gerne beenden, damit diejenigen, die noch woanders hin möchten, die Gelegenheit dazu haben, wir ein bisschen umbauen können. Und Astrid ist ja auch noch lange überall und nirgends hier anzutreffen.